Ja, hallo, wieder aus Flintbek bei Kiel vom Busse Yacht Shop. Heute haben wir mal den ganzen Tisch vollgestellt. Wir haben das I70S Loggelot Windsystem von Raymarine. Das hat die Nummer, findet ihr bei uns auch unter der Nummer T70216. Das ist einmal ein Set. Das besteht aus einem Display, einem Loggelot-Temperaturgeber, einem ITC5 Übersetzer für analoge Geber, weil das ist ein analoger Geber und auch ein analogen Windgeber. Erst hier wird das übersetzt und ins CTOG-NG-Netzwerk eingebracht. Und dann kann das I70 Display das aus dem CTOG-NG-Netzwerk auslesen. Wie gesagt, Loggelot, Temperatur und Wind. Dann fangen wir mit dem ersten Gerät einmal an. Wir haben einmal das I70S. Das ist eine Multifunktionsanzeige mit einem schwarzen Rahmen. Gab es auch mal mit silbernem Rahmen, ist jetzt aber mit schwarzem Rahmen. Das ist hier das Display, 11 x 11 cm. Ich brauche das jetzt nicht auspacken. Sie war einmal CTOG-NG-Anschluss, eine Gummiabdeckkappe drüber, 11 x 11 cm Einbau hier. Dabei ist noch zurzeit ein silberner Rahmen. Den könntet ihr hier raufstecken, hätte hier das rundherum Silber. Das ist, um in der alten Optik zu bleiben. Die Raymarine vorher hatte mit silbernen Rahmen, die waren alles abgeflacht. Dabei ist ein kurzes CTOG-NG-Kabel. Kommen wir gleich zu. Und hier ist noch ein Ferrit zum Draufklicken, englische Anleitung. Wie üblich bei Raymarine inzwischen sind die Handbücher auf der Webseite von Raymarine und nicht mehr bei den Geräten dabei. So, dann nehmen wir das einmal weg hier. Das ist das I70 Display. Dann haben wir dabei einen Loggelot und Temperaturgeber. Das ist dieser Intelligent Reducer. Ja, da seht ihr hier Paddelrad, Echolot und die Temperatur misst er auch. Der hat ein analoges, hat ein Kabel dran und einen analogen Ausgang. Hier sehen wir die Kabelfarben. 5 Adern, nee, 6 Adern und Masse seht ihr hier. Das sind die Kabelfarben, die nachher beim ITC5 aufgelegt werden müssen an die entsprechenden Stellen. Ja, aber es ist schön farblich gekennzeichnet hier. Das könnt ihr dann da anschließen. Dabei ist eine Rumpfhülse mit Kontermotor und Blindstopfen, wenn ihr mal ziehen wollt, weil Gras im Geber ist oder sowas. So, das wäre der Loggelot-Temperaturgeber. Dann kommen wir einmal zu dem, ich gehe einmal durch hier, einmal zu dem Windgeber. Das ist der Raymarine Windgeber. Das ist die neue Version mit den runden Löffelrädern, ja. Früher hatten die Löffelräder, waren früher eckig. Daran könnt ihr das gut erkennen. Das Ganze ist auch so eiförmig. Das war früher hier zylindrisch bei ST50 und so. Ja, das zeigt die Windrichtung und die Geschwindigkeit an. Das ist der Arm. Hier haben wir eine 5-polige Steckverbindung. Wird reingesteckt und hiermit verschraubt. Nur handfest bitte, nicht zu fest. Das kann man hier zerbrechen, wenn man es zu fest anzieht und nachher noch Dynamik reinkommt. Das ist also der Windgeber, der uns die Windrichtung und Geschwindigkeit gibt. Dabei ist ein 30 Meter langes Windkabel. Das ist hier der Sockel, der auf den Masttop kommt. Hier ist die Kappe, da kommt der Geber, wird der Geber reingesteckt und hier seht ihr die Verschraubung, wo es drüber geschraubt wird. Hier sind zwei Löcher, wo damit aufgeschraubt wird. Dann seht ihr das. Das Kabel könnt ihr hier so durchführen, sodass das Ganze schön flach aufliegt, ne? Hier. Bei den Löchern, ja. Dabei ist, wie gesagt, dieses 30 Meter lange Windkabel auf einer Spule. Und hier haben wir wieder die Kabelfarben, die nachher auf dem ITC5 aufgelegt werden müssen. Das ist schwarz, grün, gelb, rot und blau, also sprich 5 Adern. Das ist der Windgeber. Und dann kommen wir noch als letztes zum ITC5. ITC5 heißt da, oder vielmehr die 5 steht dafür, dass er
5 Geberinformationen rausgeben kann. Ich zeige euch später noch, wie das aufgelegt wird, aber hier unter sind die einzelnen Klemmen. Und zwar kann der Logge, Lot, Wind, Kompass und Ruderlage als analoge Geber hier anschließen, übersetzt das in CTorque NG und das erscheint hier auf dem Backbone. Und hier sehen wir, es sozusagen gleich ein T-Stück mit eingebaut. Das heißt, ihr könnt es einschleifen ins Backbone und habt sogar noch einen weiteren Abgang frei. Das ist der ETC5. Ist hier einmal gerastet, da oben verschraubt. Ja. Beim ETC5 dabei sind solche kleinen Stecker, weil die braucht man nachher, um den Lokgeber zum Beispiel und Loklotgeber reinzustecken. Ein Blindstopfen, wenn ihr den Abgang nicht braucht, macht ihr den schwarzen Blindstopfen rein. Der sorgt dafür, dass da kein Wasser reinkommen kann. Dabei ist noch ein kurzes CTorque NG-Kabel. Ja, wenn ihr das anschließen wollt. Oder das Gerät auch ins Backbone reinhängen wollt, was aber eher ungewöhnlich ist. So, das einmal zum Loggelot Wind Set T70216. Mal kurze Wiederholung. Achso, CTorque NG. Stopp, stimmt gar nicht. Ich habe noch gar nicht alles erzählt. Dabei ist auch noch ein CTorque NG Stromkabel, ein Fünffachverteiler, sprich 3 Abzweige und 2 Backbone-Anschlüsse. Wir haben ein 3 Meter langes Backbone-Kabel, sodass wir von hier nach da springen können. Ich würde hier zwischenkommen, ja. Wir haben 2 Abschlusswiderstände, die dann an die beiden Enden des CTorque NG-Netzwerks kommen. Und wenn wir Sachen nicht brauchen, haben wir hier noch Blindstopfen. Und wir müssen das Ganze natürlich mit Strom versorgen. An einem dieser Abzweige, dort oder dort, müssen wir das 12-Volt-Kabel anschließen und bitte auch nur 12 Volt. Und das zusammen ist das komplette Set. Loggelot Wind mit einem Display, 30 Meter Windkabel und CTorque NG-Teilen und Kabeln.